Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch hier jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Falls ihr also neu hier auf meinem Kanal seid und keine Skins in Zukunft mehr verpassen wollt, wie zum Beispiel hier heute den neuen Hypernova Skin, dann lasst jetzt unbedingt noch ein Abo da. Außerdem haben wir heute mal wieder die Rote Ritterin drin, ein ziemlich nicer Skin. Fangen wir aber wie immer auf der linken Seite an, und zwar mit dem neuen Hypernova Skin. So schaut er aus, und außerdem hat er noch auf dem Rücken einen ziemlich coolen Backpack, wie ich finde, und zwar ist der animiert, hat hier so ein kleines Display drauf mit so einem Grafen, der sich bewegt. Schaut ziemlich cool aus, und das für 1200 V-Bucks geht auf jeden Fall klar. Der Skin selbst gefällt mir auch, hat auch einen ziemlich coolen Helm. Den werde ich mir also auf jeden Fall jetzt kaufen. Außerdem gibt es dazu noch eine neue Hacke, und zwar die Brachialgewalt für 500 V-Bucks, und das finde ich ist für den Preis absolut heftig. Also die schaut richtig nice aus. Passt auch mit den Farben, finde ich, richtig gut zu dem Skin, und auch der Griff hier unten, der schaut ziemlich cool aus. Dann hören wir uns auch mal an, wie die Hacke klingt. Jetzt nicht besonders, also der Sound haut mich jetzt persönlich hier nicht vom Hocker, aber ja, ich würde sagen, für 500 V-Bucks geht es auf jeden Fall klar, die werde ich mir jetzt auch mal direkt hier holen. Dann kommen wir schon zum nächsten Slot, und zwar haben wir dort heute die Rote Ritterin drin, ein richtig geiler Skin, ich kann ihn immer nur wieder empfehlen. Ich bin einfach persönlich ein absoluter Fan von diesen ganzen Ritter-Skins, feiere ich sehr, besonders weil die Schilde einfach die besten Backpacks im Spiel sind, also Schilde sind einfach die nicesten Rücken-Accessoires, die man haben kann, deswegen ja, holt euch die Rote Ritterin unbedingt, falls ihr sie noch nicht habt, kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Dazu gab es ja dann irgendwann mal eine neue Hacke, die finde ich eher nicht so nice, die würde ich wahrscheinlich eher nicht holen. Spart euch die V-Bucks lieber, holt euch lieber zum Beispiel halt die Rote Ritterin oder irgendwas Neues, oder spart die V-Bucks einfach. Die Karmesin-Hacke ist jetzt nicht so heftig. Und meine Nase ist irgendwie zu. So, ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen besser. Kommen wir dann schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Dort haben wir erstmal die Quietsche-Hacke drin für 1500 V-Bucks. Und ich würde sagen, das ist eine Hacke, wo einem unbedingt der Sound gefallen muss. Den spiele ich euch direkt mal ab. Denn ich weiß, viele Leute finden den Sound eher nervig, und dann ist die Hacke wahrscheinlich eher nichts für euch. Vom Aussehen her finde ich sie ziemlich cool, sieht halt so aus wie so ein Quietsche-Spielzeug, und der Sound klingt auch so, dementsprechend, ja, solltet ihr euch den vorher nochmal anhören, bevor ihr euch die Hacke hier kauft. Dann haben wir noch im nächsten Slot die Luftgitarre drin. Ich finde sie vielleicht ein bisschen teuer, ich glaube 500 V-Bucks wären dafür ein bisschen angemessener gewesen. Dann haben wir noch den Capoeira-Emote drin. Für die Leute, die vielleicht selber Capoeira machen, ganz nice, ansonsten finde ich den Emote selbst jetzt nicht ganz so heftig. Dann haben wir noch den Koaxial-Heli drin für 1200 V-Bucks, so schaut er aus. Ein ziemlich cooler Hubschrauber. Dann haben wir noch als nächstes den Riot-Skin drin, ein ziemlich hässlicher Skin für 1200 V-Bucks. Weiß nicht, ich finde den Skin jetzt nicht so hübsch, habe ich mir auch nur geholt, um ihn euch mal dann in-game zu zeigen. Ansonsten würde ich mir den, glaube ich, eher nicht holen, da würde ich die V-Bucks wahrscheinlich eher sparen. Und im letzten Slot haben wir mal wieder die Sturmtrooperin drin für 800 V-Bucks. Ja, war jetzt schon unendlich auf dem Shop und schaut halt relativ defaultmäßig aus, aber dafür kann man sehr, sehr gut mit der verschiedenen Rücken-Accessoires kombinieren. Also, falls euch da noch ein Skin für fehlt, mit dem kann man das auf jeden Fall sehr gut machen. Und ja, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr natürlich gerne Snoxy als Creator eintragen. Einfach nur Snoxy hier in dieses Feld reinschreiben, Snoxy für meinen Kanal und ein kleines I ans Ende dran und dann nur noch auf Annehmen klicken. Alle 14 Tage setze ich das hier wieder zurück, also schaut gerne mal nach, ob das bei euch noch eingetragen ist. Und ja, dann würde ich sagen, war es schon zu diesem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, und wie gesagt, falls ihr neu hier auf dem Kanal seid, lasst unbedingt ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, um hier keine neuen Videos mehr zu verpassen. Dann könnt ihr auch wieder jetzt rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Dann hören wir uns morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dahin, macht's gut und rein. Tschüss!